Herzlich willkommen zu Tamagotcha. Wir sind hier bei Autokassier in Wallisellen. Hamza ist heute mit dabei. Mein Vater ist von Libanon, meine Mutter ist von Irak. Beides arabische Länder, aber heute explodiert nichts. Wir sind hier auf einem Autohandelsplatz. Diesel ist Diesel, weißt du? Praktisch 80-90% der Libanesen, der Eingewanderten, die ich kenne, sind alles Autohändler. Ich weiß nicht, früher waren es so ein Kamel-Intro. Ein Auto, ein Kamel, sind das beide Transportmittel. Ich bin Komiker, aber ich glaube wirklich, meine humorvolle Seite ist wirklich die libanesische Seite. You are not alone. Keine Angst, ein bisschen Spass, ein bisschen blöd, ein bisschen offen sein, ein bisschen auf die Leute zugehen. Was würdest du sagen, sind die grössten Unterschiede zwischen Libanesen und Schweizer? Die Welt sucht die ganze Zeit irgendwelche Unterschiede zwischen dieser und dieser Kultur, aber ich sehe irgendwie Gemeinsamkeiten. Hamza, du machst in deinen Stand-up-Sketches machst du dich über alle lustig. Über dich selber auch. Mein Name ist Hamza, ein Libanon-Mann. Gibt es nie Stress? Ich glaube, es ist die Art, wie du den Witz verpackst. Vielleicht habe ich euch alle nur verarscht. Wenn du deine Liebe und deine Achtung und deinen Respekt für eine Kultur mit in den Witz bringen kannst, dann fasst man es nicht falsch auf. Ich lege die roten Schuhe an. Nein, hör auf mit diesen roten Schuhen. Leg die schwarzen an. Nein, ich lege die schwarzen nicht an. Wieso denn nicht? Weil ich die scheiß Schwarzen nicht gern habe. Run. Bring die schwarzen Schuhe! Bring die schwarzen Schuhe! Wieso bist du so sprachaffin? Wieso checkst du so gern. Viel Sprache? Ich kann Menschen gerne. Wenn du Menschen gerne hast, interessierst du dich für ihre Kultur, dann interessierst du dich für ihre Sprache. Also fließend. Deutsch, Englisch, Französisch, Arabisch, Spanisch, Portugiesisch. Eu sou de Lisboa, eu sou português. Dann Lingala kann ich noch. É, meu frère, Nasa Kungulé. Das ist die Sprache, die Charles und Gula redet. Das, wo der Charles redet. Ah! Serbisch, Türkisch bin ich am Lernen. Wir können noch ein bisschen tamilische Lektion machen. Also, Begrüßung ist Vanakkam. Vanakkam. Vanakkam, das würde ich mir nicht merken, wenn ich mir irgendeine Eselsbrücke suche. Vana. Ein Kamm in der Wanne. Vanakkam. Man sagt ja, eine Fremdsprache redest du mit dem Kopf, aber deine Muttersprache redest du mit dem Herzen. Oh. Und wenn du jemanden auf seiner Muttersprache ansprichst, dann gehst du direkt zu seinem Herz. Und die Libanesen, die sind richtig crazy. Sie machen es nicht nur mit der Sprache, sie machen es auch mit Essen. Das ist das Festessen. Das ist meiste Familienessen, das am Morgen. Und das ist harte Essen, wenn man das isst, den ganzen Tag bleibt, er braucht nicht mehr. Ja, sagt man, das ist wie Zement. Wie sind wir gut? Sachten. Sachten. Ja, Sachten. Yummy. Lieber Hamza, was? Hallo. Du solltest dich im Fall verschleiern, wir sind hier auf einem arabischen Platz. Gell, die Haare. Darf man nicht sehen, die Augen darf man nicht sehen. Bitte ganz einpacken. Da. Das ist ein bitte respektieren. He? Gut, also. So, jetzt bist du arabisch konform eingepackt. Das ist der richtige Moment zum Aufhören. Meine Lieben, sagt mir, was ist eure Lieblingssprache? Schreibt sie jetzt unten rein ins Kommentarfeld. Tut es liken, wenn ihr den Hamza cool findet. Aber wenn nicht, dann tut ihr es halt abonnieren. Ist auch okay. Bye. Das würde ich glaube rausschneiden im Fall. Das gibt es nachher noch ein paar, die das nachmachen.